Ja, vielen Dank, vielen Dank. So, zunächst mal, hallo Wollfabrik. Ah ja, kommt Leute. Genau, richtig, so. Die Heidi hat gesagt, ich bringe den Winter. Es wird jetzt kühler. Da ist es. Sand oben drehen. Ach, die ist noch gar nicht ganz durchgelaufen. So, hätte ich eigentlich vorher schon machen müssen, weil ich brauche keine 10 Minuten. So, also, wir haben den Winter. Schön, ne? Hilft schon ein bisschen was? Bist ein bisschen kühler schon irgendwie, der Schweiß rinnt nicht mehr ganz so stark irgendwie runter und sammelt sich am Hosenbund und so weiter. Das wollen wir alle nicht. Es geht um den Winter. Und es ist natürlich schwer, heute vom Winter zu erzählen, gerade wenn es halt irgendwie draußen 35 Grad hat und hier innen drin mindestens gefühlte 32. Aber ich versuche mal auf ein Thema hinzuweisen, was zukunftsorientiert ist. Also nicht Diffusion oder Konvektion oder irgend sowas, sondern wir blicken in die Zukunft und gucken einfach in die nächste Wintersaison. Da oben ist das Bild und da haben wir natürlich ein Thema. Wir stellen uns vor, es ist draußen richtig kalt. Wir haben alle unsere dicken Mäntel an der Garderobe abgegeben. Ne? Manche einer hat vielleicht noch den Schal um oder die Mütze auf und vergessen, die können das jetzt abnehmen. Hier drin ist es schön warm. Denn im Winter ist es natürlich draußen kalt und im Winter wird aber trotzdem gebaut. Und im Winter bauen heißt, wir müssen uns mit den Anforderungen auseinandersetzen, die halt eben die Situationen, die Klimarandbedingungen auf unserer Baustelle mit sich bringen. Und jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, wir alle haben mit Wasser zu tun, das Wasser kocht leider noch nicht, es steht auf Tee, Mist. Aber nehmen wir mal an, das Wasser kocht jetzt, Sie können das vielleicht schon so ein bisschen erahnen, hier steigen so Wolken auf. Kann man das sehen? Ja, wunderbar, wunderbar. So, und im allgemeinen Sprachgebrauch werden ja diese aufsteigenden Wolken als Wasserdampf bezeichnet. Richtig oder falsch? Ja, genau, ist aber falsch. Weil das, was wir aus technisch-naturwissenschaftlicher Sicht als Wasserdampf bezeichnen, kann man nicht sehen. Das ist das, was hier im Raum ist. Und wir produzieren ja auch ordentlich davon, ich tue noch ein bisschen was dazu durch das kochende oder bald kochende Wasser. So, das heißt also, wenn wir jetzt hier ordentlich schwitzen, dann müssten wir rein theoretisch irgendwann mal Nebel haben, oder? Nein, haben wir nicht. Gut. Aber es soll ein Sinnbild sein. Und zwar ein Sinnbild der Dinge, die uns im Winter auf unseren Baustellen erwarten. Und zwar im Zusammenhang mit Feuchtigkeitsereignissen, die in unseren Gebäuden stattfinden. Was kann das zum Beispiel sein? Schwer atmende Installateure. Nein. Eifrig arbeitende Zimmerleute. Könnte sein. Ja, ich weiß, Holzbauer. Nein, Estrichlegeereignisse, Verputzen der Wände bringen kubikmeterweise Wasser ins Gebäude. Und zwar hier, da ist er. Zack, der Estrichleger. Definieren oder konzentrieren wir uns auf den. Und den Wassertopf, den nebelproduzierenden Wassertopf, der aber auch gleichzeitig, der Nebel verschwindet ja hier oben. Das heißt also, die Feuchtigkeit wird dann eben wirklich in Wasserdampf umgewandelt, wenn man das nicht mehr sieht. Der Nebel wird zu Wasserdampf. Die führt natürlich zu einer Erhöhung der relativen Luftfeuchtigkeiten in unserem Bauvorhaben und deswegen habe ich hier viele kleine Töpfe mitgebracht. Die klebe ich mal hier unten oder die pinne ich mal hier unten als Sinnbild, als meine Feuchtigkeitsquelle und gleich fällt es runter an. So. Hat jemand eine Idee, wie hoch die Feuchtigkeiten durch Estrich legen so sein können? Wie hoch, wie feucht wird die Luft? 70-80%? 90%? Also ich habe da mal sowas dazwischen aufgeschrieben. Ne? So 80-90%. Und zwar deshalb, weil man natürlich nachts, wenn die Sonne nicht scheint und es im Innenraum nicht so warm wird, höhere relative Luftfeuchtigkeiten hat, die Temperatur sinkt. Und tagsüber, wenn die Sonne ins Gebäude scheinen kann und die Luft erwärmt, dann sinkt die relative Luftfeuchtigkeit etwas. Also zwischen 80-90% ist auch die Feuchtigkeit, die eben dann mal gemessen worden ist. Es gibt verschiedene Menschen, die haben das gemacht. So, wir haben zwischen 80-90% gemessen. Es wird da auch gerne 100% gesagt, aber 100% relative Luftfeuchtigkeit gibt es nicht auf Baustellen. Bleiben wir mal bei den 90%. Was macht denn diese Luft dann da? Ne? Also hält die sich da auf, macht die da Urlaub oder sowas? In die Bauteile rein. Also ich fange mal an mit den Baustoffen. Ne? Also die Feuchtigkeit wird aufgenommen von unserem Mauerwerksbau. Im Regelfall haben wir ja oft... Manchmal haben wir ja einen Mauerwerksbau hier unten und ein Holzdach da oben. Und die Materialien, die wir hier mineralischer Art verwenden, die sind in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen. Und von diesen 90% gehen also, richtig gesagt, Feuchtigkeitsmengen in die Bauteile, in unser Mauerwerk zum Beispiel. Wenn wir Estrich legen, ist auch schon verputzt. Vielleicht nimmt doch der Putz noch ein bisschen Feuchtigkeit auf, das wäre natürlich gut. Was passiert noch?
Wir haben doch so ein tolles Holzdach da oben drauf. Ah, das ist schon wieder ganz schön weit gedacht, ne? Da oben, da will die Feuchtigkeit natürlich auch hin. Gerade im Winter möchte die Feuchtigkeit immer raus zum Spielen. Ne? Also durch unsere Wände, durch unsere gedämmten Konstruktionen. Und was passiert, wenn wir da eine feuchte variable Dampfbremse haben? Die will da auch durch, genau. Und was ist in dem Zusammenhang wichtig? Dass die Bahn den richtigen Hydrosafe-Wert aufweist. Der Hydrosafe-Wert bestimmt im Grunde genommen, wie dicht die Bahn bei erhöhten Feuchtigkeitsaufkommen ist, wie zum Beispiel während der Bauphase. So. Jeder weiß, was das ist. Ein Gliedermaßstab, das wäre jetzt ein Wort gewesen, was ich mir in dem Zusammenhang nicht zu sagen getraut hätte, weil ich es nicht politisch korrekt finde. Aber es ist ein Meterstab oder Holzstock, Holzzollstock. So. Und der ist hervorragend dazu geeignet, Entfernungen zu messen, also Strecken zum Beispiel oder Längen. Der kann aber auch SD-Werte darstellen. Habt ihr das gewusst? Nee. Doch, genau. Also, dieser Zollstock ist das Sinnbild für einen SD-Wert von 2 Metern. Ich kann gar nicht so lang auseinanderspannen. 2 Meter SD-Wert werden über diese Strecke von 2 Metern abgebildet. Ist das jetzt ein hoher oder niedriger SD-Wert? Ein niedriger. Ist er denn ausreichend? 2 Meter SD-Wert kann man schon auch als leichte Dampfbremse einsetzen. Ne? Also eine ProKlima DR hat zum Beispiel einen SD-Wert von 2,30 Meter. Das ist nochmal so ein Stück mehr. Also insofern hätten wir hier auch schon die dampfbremsende Wirkung, die der Leo vorhin als existenziell für Bauteile beschrieben hat. So. Kommen wir nochmal zu dem Hydrosafe-Wert. Der Hydrosafe-Wert hat als Minimum die Anforderung, einen SD-Wert von 1,50 Meter. Das ist schon ziemlich nah an unserer lieben Dampfbremse, ne? Die halt überall, zum Beispiel im Holzbau, ne? In der Wand, innen USB-Platte, außen, diffusionsoffene irgendwas, ist 1,50 Meter SD-Wert schon gang und gäbe. Also da haben wir schon eine gute Dampfbremse mit. Und das ist die Anforderung, die auch durch eine Norm formuliert wird. Der Hydrosafe-Wert wird formuliert durch die DIN 68800 Teil 2 und muss mindestens 1,50 Meter betragen. Mindestens 1,50 Meter bei 70% relativer Luftfeuchtigkeit. Und jetzt sagt man ja, warum denn eigentlich bei 70%? Aber wir hatten ja vorhin schon mal angenommen, dass wir hier so Maximum 90% relative Luftfeuchtigkeit haben. Und jetzt können wir uns ja mal einfach unser Bauteil angucken. Wenn wir jetzt im Raum unsere 90% relative Luftfeuchtigkeit haben, und dann kommt unsere Dampfbremse, von mir aus auch unsere feuchte variable Dampfbremse, dann stellt sich im Bauteil eine Feuchtigkeit von nicht 90% ein, sondern deutlich darunter, denn wir haben ja unsere Dampfbremse, die dem Feuchtigkeitsdurchgang im Weg steht. Sagen wir mal 50%. Im Mittelwert, 90 plus 50 ist 140, bekommen wir 70% relative Luftfeuchtigkeit, die auch hier als Basis für den Hydrosafe-Wert gilt. Darf denn der Hydrosafe-Wert unendlich hoch sein? Nehmen wir mal an, 100 Meter, 500 Meter, 1000 Meter. Man kommt so richtig ins Schwärmen und könnte so wie Graf Zahr jetzt irgendwie irgendwas durch die Gegend werfen. Macht das Sinn? Jetzt hätte ich ja gerne eine Antwort. Warum nicht? Ja, weil auch Feuchtigkeit schon im Baustoff drin ist. Aha, richtiger Weg. Wir haben natürlich materialbedingte Feuchtigkeiten, die wir wieder loswerden müssen. Und wenn wir bei 70% schon irgendwie 1000 Meter SD-Wert haben, was haben wir denn bei 90%? Also wir müssen ja sehen, dass wir im Gebrauchszustand auch die Feuchtigkeit wieder loswerden. Und deswegen steht auch in der 68800 drin, dass halt eben dieser Wert bei 70% größer als 1,5 Meter sein soll, aber kleiner als 2,5 Meter. Jetzt hätte ich ganz gerne noch mal ein Bild. So, genau. Und da liegen die DB Plus und die Intello genau drüber. Mit einem SD-Wert von 2 Meter bzw. 2,30 Meter sind wir oberhalb von 1,5 Meter und können hier noch zusätzliche Sicherheiten verbuchen und sind aber unter 2,5, um halt eben die sommerliche Austrocknung nicht zu reduzieren. Das heißt also, der Hydrosafe-Wert muss betragen zwischen 1,5 und 2,5 Meter und dann sind wir in dem Bereich, wo wir ein sicheres Bauteil haben, sowohl während der Bauphase zum Schutz der Konstruktion vor baubedingt erhöhter Feuchtigkeit, als auch in den nächsten 50 oder 60 Jahren, wenn das Gebäude dann wirklich die Konstruktion, das Gebäude schützen soll und halt eben die Feuchtigkeit im Bedarfsfall auch wieder austrocknen kann. So, und so gehen sichere Winterbaustellen. Ich wünsche noch viel Vergnügen, vielen Dank. Das war's zum Hydrosafe-Wert.